Es war wirklich eine große Freude, der Herr Professor Matthias Rexford und die Studenten von der Fachhochschule Aachen als Gäste im Hause Techlon 1 zu haben. Enthusiasmus und vor allem die Lehrlust von den jungen Leuten sind immer ganz angenehm. Auf jeden Fall. Definitiv, also das ist auf jeden Fall essentiell. Man muss ja wissen, ob das funktioniert und wie das funktioniert. Ich würde auf jeden Fall sagen, was jetzt auch schon hier vertreten ist, möglichst kleine Biegungen und ja auch, dass die Schweißnähte immer schöner werden und vor allem auch die Strapazierfähigkeit von den einzelnen Gestellen und dass sie halt wirklich stabil sind, was halt oft passiert zum Beispiel, wenn man in den Biegungen schweißt oder sowas, dass das Schwachstellen gibt und dass halt genau solche Sachen nicht vorkommen. Ich denke, dass die Möbel sich vor allem in der Arbeitswelt entwickeln müssen, sodass sie wirklich lange genutzt werden können und dass sie flexibel sind, dass man sie verschieden einsetzen kann, dass einfach weniger produziert wird, aber hochwertiger produziert wird. Ich denke, dass Leichtigkeit auf jeden Fall sehr wichtig ist und durch Platzmangel auch Stapelfähigkeiten sehr wichtig werden. Und so grazil und dünn wie möglich, genau. In dem Gestell her, würde ich sagen. Auch, ne? Und die Ergonomie wird, glaube ich, auch immer größer, dass man gut und richtig sitzt. Formsprache, technische Umsetzung, würde ich sagen. Ja, die Qualität auch einfach. Also wenn man sich verschiedene Schweißnähte anguckt, ich finde, wenn man auch so unter den Stuhl schaut oder mal drunter fühlt, wenn man da irgendwelche scharfen Kanten hat oder Unebenheiten, das macht total viel aus im Gesamtbild. Details auf jeden Fall, also je nachdem, wie die zusammengesetzt sind. Ich glaube, es ist einfach extrem wichtig. Also es ist komplett abhängig davon. Es kann ein super gutes Design bestehen und es nicht anständig kommuniziert und nicht anständig vermarktet wird, dann läuft es gegen Null. Dadurch, dass man das Produkt ja verkaufen will, muss man das ja gut darstellen und vermarkten können. Ne? Und also wenn man das nicht kann, ich denke, dann hat man dann auch nicht viel Erfolg. Ja. Kann ich mir vorstellen. Also der Stuhl kann so schön sein, wie er will, oder das Produkt. Wenn man es nicht richtig vermarktet, hilft einem das auch nichts, weil dann wird man sich nicht los und bringt es nicht an Mann. Ich finde, also Marketing, denke ich, ist auch sehr wichtig, um sich von dem Gegenüber abzuheben und bestehen zu können längerfristig und sich da Funktionen aufzubauen. Ja, für mich war am interessantesten halt die Maschinen vor allem zu sehen. Also natürlich erstmal, was überhaupt alles so im Maximalbereich möglich ist, was dann eventuell für die große Produktion wahrscheinlich noch etwas zu kostenspielig ist, aber halt einfach so die Grenzen zu sehen, wie weit man mit den Materialien gehen kann. Dass kleine Radien möglich waren, beziehungsweise sogar der Radius 0, dass das innen drin sogar ein rechter Winkel war. Ich glaube, zum einen einfach die innovative Methode mit dem 3D-Lasern zu sehen, weil wir das jetzt so in dem Kontext noch nicht gesehen haben oder es halt auch, gerade weil es so neu ist, die Radien bieten. Weil unser Stand war, dass Radien erst auf einem bestimmten kleinen Radius möglich ist und das jetzt auf Null zu bringen, ist, war jetzt eine große Unfassbarkeit für uns. Und wir haben ja auch schon in Deutschland oder so zum Beispiel auch mal versucht, mit Firmen in Kontakt zu treten, die Rohre biegen oder sowas. Und da habe ich noch nie welche gesehen, die wirklich so ein großes Spektrum anbieten. Und ja. Und noch keine, die so zugänglich waren. Also ich denke, dass gerade in der Produktentwicklung, da kommen viele Fragen auf und da sehe ich die Möglichkeit zu kommunizieren. Also dass man einfach miteinander in Kontakt tritt und von dem Know-how von Techlon auch profitiert und so dann auch wirklich innovative Produkte herstellen kann.